So, der Chris hat mich gefragt, ob ich einen kurzen Beitrag geben möchte zu dem Thema, wie sieht für mich der Gottesdienst der Zukunft aus? Es ist spät, ich bin müde, ich habe Ringe unter den Augen, aber dieses Thema finde ich super spannend und super interessant und super wichtig. Und deswegen würde ich gerne meine Gedanken dazu sagen. Also, ich habe drei Punkte. Erstens, der Gottesdienst der Zukunft sieht für mich so aus nach Corona, dass er ganz viel Nähe hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, auch viele Christen und Christinnen, nach dem Lockdown ohne Ende, auch es einfach satt haben, immer auf Distanz zu sein. Und dass anschließend, die Nähe, auch die körperliche Nähe, irgendwie anders und bewusster erlebt wird. Ja, wo sich Gottesdienst, wo Menschen sich umarmen und drücken und knuddeln und sich berühren, so wie das in anderen Kulturen ja selbstverständlich ist, vielleicht sogar zur Begrüßung küssen, das wäre für mich ein Gottesdienst der Zukunft, wo ganz viel Herzlichkeit ausgetauscht wird, auch nicht nur verbal, sondern auch nonverbal mit dem Körper. Zweitens, im Gottesdienst der Zukunft soll eine Sache für mich ganz groß im Vordergrund stehen, nämlich Echtheit. Ich glaube, dass ein noch so fresher Lobpreisgottesdienst genauso unecht wirken kann wie eine katholische Messe mit voller Liturgie. Genauso kann umgekehrt eine katholische Messe mit ganz viel Liturgie unglaublich echt rüberkommen, wenn sie aus dem innersten Herzen kommt und nicht nur den Anschein von einem toten Ritual hat. Ich glaube, dass Echtheit eine Qualität ist, die mehr und mehr in der Zukunft gefragt sein wird, die man einfordert von Politikern, die in den letzten Jahren, besonders nach meinem Gefühl auf der anderen Seite des Ozeans, da großen Mangel aufzuweisen hatten, aber auch von allen Pfarrern, von allen Pastoren, von allen Jugendleitern, Jugendmitarbeitern, von Christen allgemein, ist das eine Qualität, die wir brauchen, die wir mehr und mehr brauchen, auf die es mehr und mehr ankommt. Sind wir echt? Labern wir nur? Oder ist das, was wir erzählen, auch wirklich Teil unseres Lebens? Kommt das rüber? Verstelle ich mich? Bin ich ein Schauspieler oder bin ich wirklich echt? Zeige ich mein Herz? Zeige ich mein Innerstes? Zeige ich, wie ich wirklich drauf bin? Was mich wirklich beschäftigt? Ja. Und da ist ein noch so geistgeleiteter Lobpreis aus der Freikirche in Hutzelbach genauso viel oder wenig spirituell, wenn die Echtheit rüberkommt, ja, also die Herzenshaltung, unsere Herzenshaltung, auf die kommt es an. Und ich glaube, das wird im Gottesdienst der Zukunft mehr und mehr wichtig werden. Das werden die Leute uns mehr und mehr abspüren. Das wird mehr und mehr ein Grund sein, in den Gottesdienst zu gehen, um Echtheit zu erleben. Und drittens, ich glaube, dass es eigentlich den Gottesdienst der Zukunft gar nicht geben wird. Ich persönlich glaube, dass es hunderte, vielleicht sogar tausende unterschiedliche Formen von Gottesdiensten geben wird und auch geben muss, weil Mensch immer diverser wird. Die Jugend fängt an, aber auch die älteren Generationen. Wir haben unterschiedliche Musikgeschmäcker, unterschiedliche Arten, wie wir uns kleiden, unterschiedliche Uhrzeiten, wann wir einen Gottesdienst toll finden. Einige finden 10 Uhr morgens super, weil sie kleine Kinder haben. Andere würden am liebsten nachts um 2 ihren Gottesdienst haben. Wir brauchen unterschiedliche Musik in den Gottesdiensten für Hip-Hopper, für Rap, für Punks, für klassische Musik, für Elektro, für alles, was es da an Musikrichtung gibt. Wir brauchen Gottesdienste für Automechaniker, für Bauern, für Banker, für Versicherungsvertreter, für die Krankenschwester und den Arzt. Ich glaube, wir brauchen ganz viele unterschiedliche Gottesdienste. Also der Gottesdienst der Zukunft wird für mich sehr divers aussehen, wahrscheinlich nicht so
groß, vielleicht eher klein, aber dafür für jede Schicht, für jede soziale Schicht, für jede Berufsschicht, für jede Szene, für jede Clique, für jede Musikszene einen eigenen Gottesdienst mit ihrer eigenen Sprache und mit ihren eigenen Räumen und natürlich auch mit ihrer eigenen Musik.